Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format der Naturmedizin. Wir reden heute über den Magen, das Tor zur Hölle. Höre ich immer wieder so von erfahrenen Therapeuten das sagen. Wir möchten uns dieses Problem ein bisschen genauer anschauen. Was ist, wenn es im Magen nicht stimmt? Hat das Auswirkungen auf den Darm? Hat das Auswirkungen auf den Stuhlgang? Hat das Auswirkungen auf unsere Ausdünstung? Und. Das ist das Thema dieser Sendung, wo ich ganz herzlich zwei Gäste begrüßen möchte. Entschuldigung, liebe Nina Kollmann, Heilpraktikerin, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Du bist die Delegierte von Dr. Heinz Reinwald in diesem Sinne heute in der Sendung. Schön, dass du da bist. Gerne. Andererseits altbekannter weiser Mann, Wilfried Obel. Schön, dass du auch da bist, auch Dankeschön. Therapeut. Ich sage immer wieder, die Biochemie über dem Magen zum Darm, das ist so dein Steckenpferd, wie es da genau funktioniert. Mhm. Du bist derjenige, der mit Begriffe um sich schmeißt, von mir keine Ahnung habe. Aber heute breche ich es runter, dass ich es auch verstehe. Ja, ich werde mich auch ein bisschen allgemeinverständlicher ausdrücken. Vielen Dank. Danke. Großartig. Gut. Danke. Toll. Das wird eine tolle Sendung, bin ganz sicher. Ja, finde also, ich auch. Also, legen wir los. Schön, also, fangen wir beim Magen an. Ich höre immer wieder, 80-90% aller Menschen hätten zu wenig Magensäure. Mhm. Falls das so stimmt, warum haben sie zu wenig Magensäure? Mhm. Allein das ist schon schwierig in einen für hier vertretbaren Zeitrahmen zu bringen, im Grunde genommen. Mhm. Gehen wir mal davon aus, ich mache jetzt eine Aussage und die lasse ich als Aussage stehen und erkläre die nicht weiter, weil das dauert elend lange. Okay. Die Folge von zu wenig Magensäure ist der jahrelang erschöpfte Bicarbonatpuffer des Blutes. Das heißt also eine schleichende Azidose, eine schleichende Übersäuerung. Mhm. Und weil die salzsäurebildenden Zellen des Magens, die Belegzellen, die produzieren einerseits Salzsäure, um eben den Verdauungseffekt zu erzielen, und andererseits produzieren die auch Natriumbicarbonat. Und das Natriumbicarbonat wird gebraucht, um das Natriumbicarbonat-Puffersystem des Blutes zu stabilisieren und auch um sogenannte basische Valenzen für die basophilen Drüsen des Körpers zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir jetzt jahrelang einen erschöpften Säure-Base-Haushalt haben, dann hat das zur Folge, dass jahrelang diese Belegzellen zu viel Natriumbicarbonat produzieren mussten, um eben den Säure-Base-Haushalt so einigermaßen wie möglich ausgleichen zu können. Und dadurch erschöpfen die sich. Ich glaube, ich habe es auch verstanden. Also jahrelange Stress, Hektik, Hamsterrad, übersäuertes Essen. Genau, richtig. Also im Grunde genommen ist es eine Übersäuerungsreaktion. Gut. Ständig muss der Körper das korrigieren. Und irgendwoher gibt es halt eine Reaktion. Mhm. Und das ist dann die zu wenige Magensäure. Richtig. Also das wäre dann ein Punkt, dass dann im Laufe der jahrelangen Überforderung die Belegzellen irgendwann mal sagen, Gott, jetzt habe ich die Fresse voll. Jetzt gehe ich mal in Standby. Die schalten dann zum Teil ab, die halten sich selbst am Leben, aber tun nichts mehr fürs Kollektiv sozusagen. Und dann schalten immer mehr Magenzellen, Belegzellen ab. Oder eben sie reagieren nicht mehr auf das Steuerelement, das Gastrin. Das wäre auch noch, das ist aber wissenschaftlich nicht bestätigt. Die Aussage habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und bei Gastroenterologen stoße ich da entweder auf Kopfschütteln oder auf etwas, wo die sagen, Mensch, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt ja auch insulinresistente Zellen. Das ist ja letztendlich die Vorstufe von einer Diabetes. Aber meiner Meinung nach gibt es also auch gastrinresistente Belegzellen. Das heißt also, die reagieren nicht mehr auf das Steuerenzym Gastrin in dem Maße, dass sie dann mehr Salzsäure produzieren, sondern die ignorieren quasi das Gastrin und tun dann nichts, weil sie eben resistent sind gegen diesen Impuls. Gestatte mir eine Frage, wieso weißt du das eigentlich alles? Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber ich rede mit vielen Leuten hier drin, aber das, was du mir jetzt gerade in diesem 2 Minuten Plädoyer gesagt hast, mit 90% Fremdwörter, versehen. Stimmt, jetzt habe ich schon wieder so viel Fremdwörter gesagt. Nein, es war schon okay. Es hat total authentisch sich angehört, kompetent, weise, erfahren. Es war alles gut. Sagen wir mal, es ist einerseits sowas wie ein Zirkel von Fachleuten, die sich untereinander unterhalten, die sich austauschen. Dann lese ich relativ viel, was es in Deutschland nicht gibt,
an Schriften, die man in England oder in den USA zu lesen bekommt. Aber ich kann nur schlecht Englisch. Ich muss mir das übersetzen lassen. Dazu habe ich dann den Übersetzer oder meinen Sohn. Und so, ich bin also jahrelang auch am Zusammentragen von solchen Nischeninformationen gewesen. Das Ganze ist jetzt auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und dann arbeite ich noch für ein Institut in Österreich, wo man also sehr viel mit Verdauungs- und Darmforschung zu tun hat. Und da kriege ich auch mitunter Informationen aus klinischen Studien oder aus erster Hand oder aus kleinen Betrachtungsdokumentationen, die völlig unpopulär sind. Und so trage ich mir das dann zusammen. Ne? Okay. So ähnlich wie beim Heinz Reinwald. Der auch. Auch sehr viel Fachwissen, Detailwissen, aber dann immer der ganzheitliche Blick und auch mal um die Ecke denken, vorausschauend und woher könnte es denn kommen. Ja, da gibt es nicht viele Biochemiker, die noch mehr Verständnis haben als der Heinz, das weiß ich. Der ist da absolut brillant. Aber gehen wir zurück in den Magen. Wir haben zu wenig Magensäure. Wie merkt das der Mensch und was hat das für negative Auswirkungen? Der Salzsäuremangel ist im Grunde genommen ein Mangel an Verdauungskraft des Magens. Aufstoßen, Sodbrennen, das ist der Klassiker. Ja, okay. Dann nehmen Sie doch immer diese Tabletten, ne? Heißt da, räumt den Magen die auf. Die werden sehr voreilig verschrieben, diese Protonenpumpenhemmer. Und es wird vorher nicht geschaut, was denn tatsächlich los ist. Und sehr häufig ist es eben ein Magensäuremangel und der wird dann damit ja noch weiter verschärft. Also kurzfristig gut, langfristig wieder. Nein, das ist dann nicht mal kurzfristig gut, sondern ein schwerer Fehler. Also musst du erst gucken, was los ist. Ist es tatsächlich zu viel Magensäure oder zu wenig? Weil wenn ich das zu wenig noch weiter reduziere, das ist ein schwerer therapeutischer Kunstfehler. Aber das machen die Leute draußen heutzutage, wenn sie Probleme haben mit dem Magen. Natürlich. Wird das geschluckt. Ja, es ist so, dass dann beispielsweise die unkontrollierteste Form, diese Protonenpumpenhemmer zu nehmen, ist ja das, dass jemand Sodbrennen hat oder einen Reflux hat. Dann wird das einfach verschrieben, weil dann die Magensäurebildung abgestellt wird. Und dann ist das tatsächlich auch erstmal gut, weil dann ist gar keine Magensäure da oder sehr wenig Magensäure da. Und dann ist auch nichts, was aufsteigen kann. Ja. Dass diese Magensäure aber gebraucht wird, um verdauen zu können, ist dann wieder ein anderer Aspekt. Das heißt also, man erkauft sich dann mit diesem einen scheinbaren Vorteil jede Menge Nachteile, die dann aber erst hinterher im Darm auftreten. Im Grunde genommen gibt es Magensituationen, die sind fast genauso schlimm, wie als wenn jemand diese Protonenpumpenhemmer nehmen würde. Aber er nimmt sie gar nicht. Manchmal, wenn ich so eine Magensäureanalyse sehe, so ein HCL-Profil, dann muss ich wirklich fragen, also nimmt die Person PPIs, Protonenpumpenhemmer, oder sind wirklich die Belegzellen so runter, dass die einfach nicht mehr können? Ja, und dann, aber du hattest ja gefragt, wie macht sich das bemerkbar, ja, dieser Magensäuremangel. Das war auch ganz gut. Vielleicht auch noch die Tipps in Richtung der Resorptionsfähigkeit, die durch die Magensäure. Das sind jetzt die akuten Symptome, die auftreten, aber langfristig, das sind schwerste Mangelerscheinungen, weil bestimmte Nährstoffe ja nur innerhalb von einem bestimmten pH-Bereich im Magen aufgenommen werden. Das Eisen zum Beispiel, Beispiel dafür. Und das zieht dann ja langfristig, kann das chronische Krankheiten nach sich ziehen. Eben durch diesen Nährstoffmangel, der dadurch entsteht. Das Eisen wird über den Magen aufgenommen, resorbiert im Körper. Und wenn der nicht stimmt, dann geht das wieder weiter. Wenn der pH-Wert nicht stimmt, dann kann das nicht verwertet werden. Genau. Okay. Aber es ist nur ein Beispiel. Ja. Also da kann man sehr viele Nährstoffe nennen. Das B12 wäre da noch ganz wichtig zu nennen. Also B12. Ja, B12 wird ja aufgenommen, aber es kann nur dann resorbiert werden, wenn ein sogenannter Intrinsic-Faktor zur Verfügung steht und der wird von den Belegzellen ausgeströmt. Und fehlt dann natürlich auch, wenn die Belegzellen blockiert sind. Und dieser Intrinsic-Faktor wird eigentlich dafür benötigt, um das B12 später im Dickdarm aufnehmen zu können. Das heißt, das ist sowas wie ein zeitverzögerter Impuls. Das wird erstmal mit in den Dickdarm transportiert. Und dort wird B12 nur unter Zuhilfenahme dieses Intrinsic-Faktor, der durch die Magendrüsen ausgeströmt wird, resorbiert. Und die Leute kommen ganz einfach nicht in einen ausreichend hohen B12-Spiegel, ne, wenn die zu wenig Magensäure haben. Und dann haben wir auch wieder das, was natürlich dann bei Veganern zum Tragen kommt. Die haben ohnehin schon relativ wenig B12, bleiben wir mal dabei, weil in Pflanzen eben relativ wenig drin ist. Und wenn die sich nicht sublimieren und bei denen dann der Salzsäuremangel dazukommt, dann ist natürlich auch eine ganz große Fehlentwicklung vorprogrammiert.
Und das weißt du auch, was für Symptome entstehen können, wenn B12 im Mangel ist. Ne? Das ist dann auch eine endlose Kette, die man dann aufzählen könnte. Bis zur absoluten Erschöpfung kann das gehen. Ja. Okay. Also Energiemangel und so weiter. Jetzt haben wir, wenn das im Magen ja zu wenig verdaut wird, mit dieser mangelhaften Magensäure, und irgendwann öffnet sich der Magen, dann geht die ganze Wache weiter Richtung Darm, Dickdarm, Dünndarm, Zwölffingerdarm. Inwiefern kann denn das nicht etwas nicht Verdautes letztendlich im Darm überhaupt verdaut werden, oder wird es eben nicht verdaut? Das wird ja vorbereitet entsprechend. Mhm. Im Dünndarm geht es ja dann weiter. Mhm. Also wenn im Magen durch zu wenig Magensäure keine ausreichende Denaturierung der Eiweiße, der Proteine stattfindet, da werden also die kompletten Eiweiße aufgefaltet in Proteinketten, kann man sagen. Und diese Proteinketten ist quasi aufgefaltet eine Aminosäurekette, aber es sind noch Moleküle, es sind noch Proteinmoleküle. Und dann wandern die weiter in den Dünndarm. Und im Dünndarm wird durch das Zuhilfenehmen des Enzyms Trypsin wird dann die Eiweißmolekülkette weiter abverdaut bis zur Aminosäureebene. Und das findet dann meistens in den Zwölffingerdärmen und in den Dünndärmen nicht mehr statt. Mhm. Weil dort kommt ein schlecht vorbereitetes Eiweiß an, also nicht genügend aufgefaltet, sondern noch komplexe Eiweißmoleküle. Und die kann also der Dünndarm nicht mehr verdauen. Mhm. Hinzu kommt, dass ein Dünndarm, der zu sauer wäre, auch gar kein Trypsin aktivieren kann. Das heißt also, das Enzym Trypsin, das wird nur ab pH-Wert ungefähr 7, 7,3 aktiviert. Ideal arbeitet ein Zwölffingerdarm beim pH-Wert von 8 oder leicht darüber. Das muss man sich mal vorstellen, also richtig basisch, während es im Magen ja noch 4, 5 pH-Einheiten niedriger ist, also saurer ist. Also auch dieses pH-Gefälle zwischen Magen und Zwölffingerdarm, was einem völlig kurios vorkommt. Wie kann das überhaupt sein, dass dann so zwei dicht beieinander liegende Organe, dass die funktionieren? Und ist das richtig, dass ein Mageninhalt, der eigentlich, wenn er richtig eingesäuert wird durch die Salzsäure, vielleicht einen Wert von 1,2 oder 1,5 hat, und dann muss das irgendwann in den Zwölffingerdarm transportiert werden, der will natürlich nichts, was so sauer ist. Ne? Das muss erst voralkalisiert werden. Mhm. Das findet auch im Magen statt. Mhm. Mhm. Wie im wirklichen Leben, wie in einer Firma. Wenn die erste Abteilung die Vorarbeit nicht leistet, kann die zweite Abteilung im Nachgang das dann auch nicht bewältigen. Klar, das verstehe ich, ja. Okay. In einer anderen Sendung haben wir noch zusammengefasst, mal eben, wenn wir bei diesen Proteinen sind, wenn das nicht sauber aufgespalten wird im Magen, dann führt das letztendlich im Darm zu Ammoniakbildungen. Mhm. Dann stinken wir, und das Ammoniak, hast du mir noch gesagt, das geht ins Hirn, das ist überhaupt nicht gut, ja. Also übers Blut ins Hirn. Und auf der anderen Seite ist es ja letztendlich wie eine Fäulnis Vorgang innerhalb des Darms, wird wahrscheinlich den ganzen Darmmilieu mit beeinflussen, oder? Ja, natürlich, klar. Es ist eine unglaubliche Krankheitskaskade dann drin, wenn wir zu wenig Magensäure hätten. Das ist so. Hast du genügend Magensäure? Habe ich genügend Magensäure? Wie weiß ich das? Mhm. Wenn ich jetzt das nicht habe, ich habe kein Sodbrennen. Mhm. Dann kann man davon, also man kann natürlich jetzt nicht zwangsläufig davon ausgehen, wenn jemand kein Sodbrennen hat, dass der genügend Magensäure hat, weil für das Sodbrennen sind auch viele andere Faktoren oder für den Reflux verantwortlich. Da ist vielleicht ein kleines Beispiel ganz sinnvoll. Angenommen, wir haben zu wenig Magensäure. Und es findet im Magen keine gute Vorverdauung statt, sondern es bleiben noch weitgehend unverdaute Molekülketten von Eiweißen im Magen liegen. Dann entstehen Gärungsprozesse im Magen, weil da ja auch noch Zucker dazukommt und Kohlenhydrate und vielleicht auch noch Früchte, Obst. Dann habe ich also eine Gärungsmaschine im Magen. Und dann wird der Magen aufgrund der Gärung sauer, weil dann entsteht nämlich Essigsäure und Brennstraubensäure. Und das zieht den pH-Wert nach unten, aber es sind unproduktive Säuren. Mhm. Die Sensorik des Magens signalisiert dann, ey, hier ist Sauer genug, wir brauchen keine Salzsäure mehr. Was eine völlige Fehlsteuerung ist in dem Moment, weil der ist zwar sauer genug, der Magen, aber er bringt keine Verdauungsleistung, weil eben das andere, weil das Gärungssäuren sind und keine Salzsäure. Nun ist der Magen-Ausgangspförtner jetzt nicht in der Lage aufzumachen, weil es zu sauer ist im Magen, als dass er es nun in den Zwölffingerdarm weiterleiten könnte. Mhm. Weil unter anderem eventuell auch die Pylorusdrüsen des Magens blockiert sind. Das kann man noch mit einem anderen Thema besprechen. Das heißt, ich habe jetzt vor dem Magenausgang einen Speisebrei mit dem pH-Wert von 3.
oder 2,5. Das ist zu basisch, um einwandfrei Eiweiße vorzuverdauen, aber es ist zu sauer, um es anstandslos in den Dünndarm rüber zu schicken. Und der Pförtner bleibt dann zu. Das heißt, ich habe einen aufgeblähten Bauch. Das kann passieren und es könnte noch schlimmer werden. Nach einer gewissen Zeit sagt der Magenausgangspförtner, ey, das ist echt ein Problem, was da drin ist im Magen, das kann ich unmöglich weiterschicken. Wir müssen jetzt ein Notfallmanagement starten. Dieses Notfallmanagement geht über das vegetative Nervensystem und steuert dann zum Beispiel die Muskulatur des Mageneingangspförtners auf schlaff. Es könnte ja sein, dass der Notausgang Kotzen bedeutet. Ja. Ja, weil wenn das so schlimm ist im Magen, dann wäre wahrscheinlich es am besten, wir würden uns übergeben. Mhm. Es ist tatsächlich am besten. In der ayurvedischen Medizin gehört Erbrechen, ich weiß jetzt nicht in welchem Zusammenhang, gehört aber mit dazu. Das heißt, dieses Notfallmanagement des Magenausgangspförtners sorgt über das vegetative Nervensystem zur Erschlaffung des Mageneingangspförtners und das wiederum ist dann die Ursache für den Reflux. Das heißt, die Leute hätten gar kein Sodbrennen und gar keinen Reflux, wenn der Mageneingangspförtner zubleiben würde. Aber dieses Notfallmanagement, es kann sein, dass dieser ganze Kram wieder raus muss, der lässt den Mageneingangspförtner in seiner Muskulatur erschlaffen. Ja. Und das ist dann in vielen Fällen die eigentliche Problemsituation für Sodbrennen oder für Reflux. Sowas entsteht natürlich meistens nach einem üppigen Abendessen. Und die häufigsten Refluxprobleme entstehen abends oder in der Nacht beim Liegen. Die Leute werden um 10, 11, 12, 1 Uhr wach und haben tierisches Sodbrennen, ne? Weil genau das passiert ist. Okay, also ich kenne jetzt dieses Symptom nicht. Ich meine, ich bin auch sehr, meine Zeit ist total durchgetaktet den ganzen Tag hindurch. Aber es geht mir gut, ich fühle mich wohl und du sagst, 80% aller Menschen hier in Europa haben zu wenig Magensäure. Also möchte ich hier nochmals einhaken. Wie merken die Leute, die kein Sodbrennen haben, dass sie zu diesen 20% gehören, die wirklich eine gesunde Magensäure haben? Ja, also es sind letztendlich die Symptome der Eiweißverdauungsstörung, die dann die offensichtlich auf sich aufmerksam machen. Gut, und dann würde ich es riechen. Man würde es riechen oder man ist müde, man hat einen erschöpften Leberzyklus, Müdigkeit, Erschöpfung bis hin zu diesem chronischen Müdigkeitssyndrom. Mundgeruch ist ja auch oft. Richtig, Mundgeruch gehört dazu. Überbesiedlung mit Helicobacter kommt auch dazu. Der natürliche Feind des Helicobacters ist die Magensäure. Wie merke ich, dass ich jetzt diese Helicobacter wieder habe? Das kann zur Gastritis führen, zum Beispiel. Ne? Zur Aber das merke ich ja alles gar nicht, oder? Das merkt man mitunter, wenn es schlimm ist, durch Magenschmerzen. Okay, ich will nur wissen, was kann ich wirklich merken? Also ich kann es riechen. Alles, was mich... Ich kann es im Mundgeruch oder eben über den Stuhl, der stinkt. Ja. Oder halt einfach über Ausdünstungen am besten feststellen. Und letztendlich auch über die Erschöpfung. Ja, letztendlich nur über diese Begleitsymptome, die aber in den seltensten Fällen auf den Salzsäuremangel zurückgeführt werden. Ne? Aber alles das, was mit fehlgeleiteten Verdauungsprozessen zu tun hat, hat meistens den Start mit einem Salzsäuremangel. Was meistens nicht auf die Magensäure zurückzuführen geführt wird. Stimmt, genau. Da wird nichts gemacht. Weil man noch nicht die Erfahrung hat, dass man wirklich ein Haus mit dem Fundament anfängt zu bauen. Hä? Okay. Richtig. Und das Fundament wäre jetzt hier eine intakte Magensäure. Richtig. Mhm. Was aber auch wichtig ist, und ist das Thema Stress. Wir sind ja heutzutage die Menschen fast alle gestresst. Ja. Gutes Stressmanagement, das sich auch wieder auf den Nervus vagus entsprechend auswirkt und der ja auch wieder zuständig ist über das vegetative Nervensystem, dass eben ausreichend Magensäure gebildet wird. Gut, 80% hat zu wenig, 20% ist okay. Die 20, die okay sind, wissen nicht, ob sie zu wenig haben. Das stellen wir jetzt mal fest. Aber wir sehen, dass hier eine Schlüsselposition ist in der Magen. Und wir würden wahrscheinlich alle uns Gutes tun, mal kurz überlegen, ist mein Darm jetzt gut, mein Magen okay oder nicht okay? Gut, wenn jetzt viele Leute sagen, ja, genau, ich bin erschöpft, ich stinke, ich habe Sodbrennen, dann müssen sie was tun. Ja. Was denn? Was soll ich denn tun? Meine Paradeempfehlung ist in dem Fall Herbie Gold und MyAmino. Sind das Pepsine? Herbie Gold ist also ein extrem gutes Produkt, das ist ein Kräuterbitter, könnte man sagen. Aber mit speziellen Eigenschaften, mit speziellen Kräutern, unter anderem auch mit Thujonen. Das sind ganz wichtige Bitterstoffe, die sind in diesem Kräuterbitter enthalten. Ja. Und dann MyAmino als Salzsäure-Locker.
Das ist immer gut. Myamina, das ist ja jetzt eigentlich wieder die Aminosäure. Richtig. Angenommen, ich nehme... Was hat denn die jetzt da unten jetzt für einen Effekt, dass ich mehr Magensäure bilde? Also, wenn ich jetzt esse und es fällt ein Brocken Essen aus dem Mund in den Magen hinein, dann fällt schon der... passiert. Gibt's? Ne? Das kommt schon mal vor. Ja. Dann fällt dieser Brocken in den Ruhe-pH-Wert des Magens, der ungefähr bei 2,5 liegt. Das heißt, der ist im Ruhezustand, ist der schon sauer. Ja. Soll auch so sein. Ne? Er hat nur nicht viel Menge an Salzsäure, aber es wird ein pH-Wert erreicht von ungefähr 2,5. Mhm. Jetzt fällt ein basischer Brocken Essen in den Magen hinein. Mhm. Und verschiebt den pH-Wert. Mhm. Das ist die erste Veranlassung, um von den G-Zellen dieses Gastrin auszuspritzen, was dann anschließend die Belegzellen dazu veranlasst, Salzsäure zu bilden. Mhm. Das wäre ein Aspekt. Nun fängt an, diese Salzsäure an dem Speisebreibrocken herumzunagen oder an dem Brei, ist klar, und setzt die ersten Mengen von Aminosäuren frei. Wirklich, da entstehen Aminosäuren. Das heißt, es werden aus diesem komplexen Verbund von Eiweißmolekülen einzelne Aminosäuren herausgelöst. Und diese Aminosäuren erkennt wiederum die Sensorik der G-Zellen. Und die sagen dann, ey, da sind ja sogar Eiweiße dabei. Hm, da brauchen wir mehr Salzsäure. Und dann wird praktisch die Salzsäureproduktion noch mehr angekurbelt. Okay. Wenn ich nun eine Myamino, zwei Stück, 10 Minuten vor dem Essen nehme, dann ist genau derselbe Effekt verzehnfacht erfolgt, nämlich diese Sensorik sieht, ey, da sind Aminosäuren, da kommen Eiweiße, die verdaut werden müssen, also kurbeln wir jetzt doch mal die Salzsäureproduktion an. Du, das ist jetzt was Neues, das habe ich noch nie so gehört, das ist ja mega spannend. Ja. Geniale Vorbereitung. Ja. Und man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil die Aminosäuren ja auch nur ohne jegliche Verdauungsenzyme resorbiert werden. Hab also ich man in kann den Mangel, immer geschlafen? Den Mangel ja relativ schnell beheben, aber korrigiert auch eben die Verdauung an sich. Ja, tut es, richtig. Ja. Es ist ganz offensichtlich, ne? Und die Erfahrungen in meiner Praxisanwendung zeigen das auch. Ne? Mhm. Und dann eben werden die zusätzlichen Verdauungssäfte, die durch die Leber gebildet werden und dann in der Galle bereitgehalten werden, werden durch das Anregen dieses Enzymgetränks von dem Herbie Gold zur Verfügung gestellt. Und da ist dann eben auch dieser spezielle Wirkstoff Thujon drin. Und Thujone sprechen auf die sogenannten Lieberkühnchen Zellen des Darms an. Mhm. Das ist die Zelle, die das Starterenzym Enteropeptidase erzeugt. Das führt jetzt aber zu weit, aber es ist ein ganz wichtiges Enzym, Starterenzym, deswegen, weil alleine nur dadurch fangen alle anderen Enzyme in dem Bereich der Fett- und der Eiweißverdauung an zu arbeiten. Mhm. Und das wird dann beispielsweise erleichtert. Mhm. Unter anderem schicken diese Zellen auch Natriumbicarbonat in den Dünndarm, was dann auch wieder positiv ist, damit der Dünndarm etwas basischer wird. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt schon so einen Kopf. Jo, gerade. Ist ziemlich viel auf einmal gewesen jetzt, ja. Ich wundere mich ein bisschen in meinen vielen Weiterbildungen, auch unter anderem beim Dr. Heinz Reinwald. Ich habe es wahrscheinlich nie gehört oder einfach nur verschlafen. Ich wusste nicht, dass ich mehr Magensäure bilde mit Myamino schlucken, um einfach diese große Problematik, zu wenig Magensäure zu haben, damit eigentlich stoppen kann. Ist ja großartig, aber ich habe es also nie gehört. Genialer geht es nicht. Ja, unglaublich. Auf der einen Seite die Entlastung und auf der anderen Seite die Ankurbelung. Ja, ja natürlich, klar. Ja. Hat man einen doppelten Effekt. Genau, ja. Und Bitterstoffe, Herbie Gold, aber es gibt ja sonst auch aus der Natur noch Bitterstoffe. Richtig, aber die Thujone fehlen meistens. Die Thujone fehlen aber meistens. Und das ist ein zentraler Prozess, ne? Dass also eben diese Enteropeptidase praktisch gefordert wird und die Brunnerdrüsen und die Lieberkühnchenzellen auch dazu gebracht werden, mehr Natriumbicarbonat auszusprühen. Und das wird durch die Thujone erreicht. Also Myaminosäure, diese entsprechend Thujonen oder was? Thujone. Thujonen aus den Bitterstoffen. Mhm. Und ich kriege eigentlich meinen Magen wieder hin. Das heißt, kein Sodbrennen mehr. Meine Lebensmittel werden gut verdaut, sie werden aufgespalten, denaturiert, sagst du immer, dann geht das ganze Zeug weiter und der Körper, der Darm kann alles gut aufnehmen. Ja. Ich werde weniger stinken, weniger Mundgeruch. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz wunderbare Erstmaßnahme, die man einfach mal über 4 bis 6 Wochen machen kann. Und da passiert bei den meisten Menschen sehr viel Positives. Und dann sieht man es ja. Ja. Richtig. Ja. Da kann man immer noch entscheiden, wie es weitergeht. Ja? Ja. Da braucht man jetzt noch nicht den Entscheid eines Therapeuten oder eines Arztes, sondern das kann ich selber tun, oder? Mhm. Also man kann damit ja nichts falsch machen. Eben, ja. Genau. Das ist einfach mal eine Unterstützung. Ansonsten muss dann halt geguckt werden, was ist sonst noch nötig. Ernährungsumstellungen und so weiter, Darmsanierung. Ich liebe meinen Job.
muss ich schon sagen, weil das sind doch einfach wieder mal, das ist Naturheilkunde, oder? Jetzt reden wir von solchen wichtigen Dingen, die wir alle machen können, dass es dem Mensch gut geht. Nur über den Magen. Wer redet schon über den Magen? Und ja, der ist wirklich, der wird stiefmütterlich behandelt. Total. Das ist so, ja. Und außer einer Gastritis wird da selten was diagnostiziert und die entsteht natürlich auch durch eine Überlastung des Systems. Oder ein Helicobacter, ganz wichtig, ne? Die Durchseuchung hier in Mitteleuropa liegt bei inzwischen 65%. Ne? Das heißt also, den hat fast jeder. Bei den meisten Menschen geht es einigermaßen so und Symptome macht er auch erst ab einer bestimmten Populationsgröße, aber auf jeden Fall, die Weichen sind gestellt. Ne? Ich danke euch zwei, liebe Nina, herzlichen Dank, liebe Wilfried auch. Danke gerne für diese Belehrungen, Erklärungen heute in dieser Sendung. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich, dass Sie auch so viel verstanden haben wie ich oder noch mehr. Zumindest das Fazit daraus, wie wichtig also es ist, einen gesunden Magen zu haben. Und das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen miteinander.